Also in den Gift dürfte ja eigentlich keine Wolfsspinne rumrennen, ne? Die müsste da ja auch bei drauf gehen, eigentlich, wenn die durch das Gift läuft. So, jetzt muss ich nur noch die Laterne wiederfinden. Ist die Laterne denn auf der Karte angezeichnet? Nee. Man, das geht ja. Dat. Okay. So, da ist die Hake. Ich glaube, da hinten kam man irgendwie rüber, ne? Nur da war natürlich auch viel Viehzeugs. Oh, hier geht's doch. Ja. Lass mich in Ruhe. Ich kümmere mich uns später wieder. So, da ist das Labor gewesen, ne? So, dann springe ich doch hier erstmal drauf. So, jetzt müssen wir hier irgendwie rüberkommen. Können wir hier drum herumlaufen? Das ist wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So. Da ist die Gasflasche. Ah, Mist. Vergessen hat der explodiert. Was eine Laterne, ne? Und dann eine Laterne braucht vor die Sprengung. Was ist da denn drin? Nix. Wieder diese kleinen Viecher hier. Die Nerven. Die sind einfach nur nervig, die kleinen Mistviecher. Kann man die Pilze hier eigentlich auch umhauen? Tatsächlich. So, komm mal weg hier. Ja. Ja, wie gesagt, jetzt muss ich nur noch so. Jetzt, wo ist die Laterne? Die war doch eigentlich hier in der Nähe von der Giftflasche, ne? Was ist das? Ah, ich glaube, das ist das, was du meinst. Oh. Lass mal gucken, was hier los ist. Ich glaube, das ist der Eingang, den du meintest. Der Eingang, ja. So. Muss ich die Bombe jetzt wahrscheinlich in eine Schnellleiste haben, ne? So. 5. Funktioniert das denn jetzt? Mit R werfen. Mit rechts fallen lassen. Und weg hier. Jawohl. So, dann sind wir ja schon mal da drin. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Hier drin könnte ich, glaube ich, den Marienkäferhelm wieder aufsetzen, oder? Ja. Ach so. Und wieder ein neues Gebiet hier. Schön. Gibt wieder was zu erkunden. So, da liegt auf jeden Fall schon mal eine Wendelok. Ominös. Dosenscheppern. Erst eine Kürzung vom Gehalt. Nun
mein Gott, Wendel, zumindest ist das einzige Experiment, das nun beurteilt wird, meine Pilzparmesan. Trudi und die Kinder prüfen es ziemlich gründig. Pilzparmesan, hört sich lecker an. Auch Schwammel drüber. Hier unten im Angesicht dieser Agratius Bisporus stelle ich fest, es Bovis, mein Gott, Bovis ist. Ja, gut. Ha, 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 ha. War ein paar etwas schwere Wörter dabei. Jedenfalls haben wir nun Zeit, fernab wachsamerer Augen unsere Arbeit auszuweiten und herauszufinden, was mit purer Wissenschaft möglich ist. So. Noch was zum Erforschen hier? Nee. Hätte doch eigentlich gar keine Thema mehr. So, da hinten ist noch einer. So. Okay. Das scheint wieder ein Ausgang zu sein. Alter, was schießt denn hier auf mich? Von da draußen? Ja, tatsächlich. Oh ja, da sind ein paar. Explodiert mal alles schön. Oder? Ja. Oh, shit. Eine gute Idee, war. Tür geht wieder zu, ja. Ich glaube, ich gehe erstmal hier weiter gucken, oder? Nee, ich gehe erst da rein. Das ist ein Raum, denke ich mal, ne? Komm mal her. Da. Guck mal. Zu trinken. Das ist Quarz, oder? Ja. Hängt ihr da fest? Bohren die nach hier? Nee, ne? Komm, explodiert mal schön. Die Pilze explodieren auch. Gut. Wieder was dazugelernt. So. Schau ich mich doch mal hier erstmal um. Genau. Autsch, ja. Ich glaube, die explodieren aber nur, wenn man zu nah dran kommt, oder? Ja. Hier gehen Kabel her, okay. Hier können wir tauchen. Okay. Was? So viele Durchgänge. Alter, ich glaube, ihr solltet nicht meine Tauchausrüstung mitnehmen, oder? Muss ich nochmal herkommen mit Tauchausrüstung? Versperrt? Na, wir versuchen es mal. Ich versuch's mal. Ja. So, da brauche ich bestimmt das Messer. Ja. Hoffentlich kommt das, reicht das.
Oh shit. Zurück, zurück, zurück. Da brauche ich definitiv die Tauchausrüstung, glaube ich, hier. Wo war der Ausgang? Hier geht's weiter. Ach, schön. Ja gut, da muss ich mir doch mal, glaube ich, die Tauchausrüstung. Oder ich muss mir hier mal einen Spawnplatz hinmachen, damit ich gar nicht so weit laufen muss. Und dann nochmal versuchen. Dann geht's erstmal hier weiter. Ist das unser Bürgelschiff? Nee, ist er leider nicht. Die pure Wissenschaft hat sich schnell auf die einheimischen Pilze ausgewirkt und hat zu drastischen Mutationen geführt. Der Übergang von Phase 1 zu Phase 2 verlief höchst schwummrig. Für diese Schwummrigkeit mag es einen Grund geben. Wenn ich... Wer hat dich denn gefragt, Roboter? Phase 1 wurde von meinen übereifrigen Kollegen hier als sicher genug für den menschlichen Verzehr eingestuft. Okay, gibt wieder was Neues zu tun. Nabulieren hier, oder was? So, zu Hause habe ich die Spitznamen Trüffelschwein weg. Vielleicht ist es sogar ein Aphrodisiakum. So. Phase 2 weist dagegen noch explosiveres Wachstum und ziemlich außergewöhnliche Veränderungen auf. Wenn Phase 3 weiterhin neue Ergebnisse hervorbringt und wir die Spuren der puren Wissenschaft verwischen können, damit kommt der alte Wendel vielleicht doch noch groß raus, Baby. Ah, okay. Oh, Leben haben wir genug. Oh. Guck mal, warte mal, ich muss mal die Hacke in der Hand nehmen, sehe ich gerade. Wir verschwenden hier ja richtig viel Material. So. Wo ist meine Axt? Da. Können wir doch alle mitnehmen hier. Vielleicht explodieren die dann auch nicht mehr. Aber fallen lassen die nichts, ne? Doch. Oder 7 habe ich jetzt. Warte mal. Ja. Ups. Ja, ich hab mir das auch gerade gedacht mit den Pilzen. Aber will mal gucken. Ich glaube, die droppen aber kein Pilz auswuchs, ne? Hier. Ja, da in der Ecke ist noch einer. Ah. Nein. Ach, da oben ist auch noch an der Decke hängen sie auch, die Sauviecher. Explodieren. Na? Komm ich nicht dran, oder? Oh, ich muss auf mein Leben achten. So. Jetzt hier weiter. Was haben wir denn da? Riegel, Essensriegel. So, hier kommen.
Öffnen. Ah, jetzt haben wir eine Tür geöffnet. Okay. Nur wo? Die Füße hier. So. Na, hier geht's. Hier geht's weiter zu dem Wasser mit der Spinne. Hat sich dann hier irgendwo eine Tür geöffnet? Ja, dort habe ich mir gedacht. Weiß noch nicht, ob wir da ohne Taucher bin. Weiß, bin mir nur nicht sicher, ob ich da ohne Taucherrüstung durchkomme. Und ich will mir hier dann, glaube ich, auch erst einen Speicherpunkt bauen. Aber ich glaube, da habe ich die Mats gar nicht für bei, ne? Seile habe ich. Was brauche ich denn für einen Speicherpunkt? Wo war es denn hier hinten? Der? Da, da. Dann war es hier, glaube ich, ne? So, wir brauchen Klee und Röstlinge. Ich weiß gar nicht, gab es hier draußen Klee? Oh, Gasmaske, Gasmaske. Sonst wird das nichts. So. Ich glaube, hier wird es so keine Sprösslinge und Kleeblätter geben, ne? Muss ich echt zurücklaufen? Nur wenn ich da drin sterbe, dann muss ich sowieso hin und her laufen. Ich glaube, wir laufen noch mal schnell zurück. Ich guck mal, vielleicht. Aber wir können hier ein paar Pilze mitnehmen, dann können wir die auch schon mal analysieren. So. Die habe ich doch noch gar nicht. Ne, die haben wir doch schon. Okay. Richtung. Lauf mal so Richtung Heimat. Da werden wir wahrscheinlich eher auf Klee und Röstlinge treffen. Und dann vielleicht noch die Tauchermaske holen, damit wir mehr Sauerstoff haben. Ich guck mal, vielleicht kann ich mir ja sogar die einfache Maske bauen. Ich habe ja eigentlich noch genug, müsste genug Material im Lager haben. Dann gehen wir doch mal ganz zurück. Oh shit, ich hab, hoffentlich finde ich den Eingang wieder. Da hätte ich mir, ja, Marker müsste ich mir da auch mal bauen. So, da ist die Hacke, Hecke. So, da hinten konnte man hochspringen wieder, ne? So. Ja, 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 nein! Die blöden Wanzen. Ah, oh, jetzt kommt auch noch die blöde Feder im Weg. Nein, 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 nein. Kam ich wegen der blöden Feder da nicht mehr hoch. Ah. Oh. Na gut. Dann können wir uns die Sachen ja jetzt direkt in die Tasche packen. So, Maske habe ich auch noch. Das ist gut. So. Was trinken? So, wir brauchen, hatten gesagt, wir nehmen Sprösslinge mit. Da waren Sprösslinge, war, komm, ich nehme einfach mal alles hier mit. Nee, dann bin ich da auf Nummer sicher, dann kann ich mir da auch eine Markierung setzen. Ich hoffe, ich finde den Eingang auch jetzt sowieso erstmal wieder.
So, was haben wir denn hier? Ja, die ist natürlich fast im Arsch. So, was wollten wir noch machen? Wir wollten gucken, ob wir uns noch so ein bisschen Taucherausrüstung herstellen können. Tiefenrohr müsste eigentlich reichen. Also das können wir uns auf jeden Fall herstellen. Können wir uns denn noch eine Taucherglocke herstellen? Das wäre natürlich oder so ein Blasenhelm. Dann machen wir doch natürlich einen Blasenhelm und können wir noch einen Satz Flossen bauen. Ist ja nicht weg hier. So, guck mal. Dann nehmen wir doch noch mal eine Taucherausrüstung mit. Sicher ist sicher. So. Dann habe ich soweit alles, ne? Die anderen Sachen holen wir uns dann wieder. Hier mal eben schauen. Da unten gibt es Pilze. Können wir dann noch schnell essen. Hier vorne waren doch bestimmt auch noch Pilze, die nachgespawnt sind. Ja gut, einer. Besser als keiner, ne? So, dann essen wir uns noch mal satt. Komm, den einen jetzt auch noch. Fackel mal wegpacken. So. Dann müssen wir in die Richtung. So. Nimm doch den Rucksack. Ach du Scheiße. So, schnell was. Ja, komm, hier, weg damit. Verschrotten. Komm. Den nehmen wir mit. Der kann da drin bleiben. Der kann auch da drin bleiben. Erstmal. So. Rüsselkäfer verschrotten. Eine Feder nur. Magere Ausbeute. So. Ich glaube, ich laufe jetzt trotzdem noch mal zurück und mache meine Taschen leer. Okay. Ach man, schon wieder darunter gefallen. Wir alle mitnehmen. So, was brauchen wir denn nicht? Die Pilze brauchen wir nicht. Man kann doch auch E drücken, ja, oder gedrückt halten. So. Pack da doch die Sachen da schnell rein. Mal eben sortieren, dann habe ich einen besseren Überblick hier. So. Noch eine Waffe. Ich habe viel zu viele Sachen dabei. So.
Ja, oder noch was zu essen. Pfeile. Wieso habe ich denn nur noch... Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich denn nur noch 40 Pfeile? So. Um die Bomben hin. Der Helm. Essen. Ach, muss ich überhaupt so viel? Ja, das muss ich mitnehmen. Die Riegel lass mich auch mal mitnehmen, ne? Und das hier. Ja, ja, ja. Was sagt die Uhrzeit denn? Ja, 16 Uhr. Ja, man könnte es doch zurückschaffen. Hier noch schnell was trinken, wenn noch was da ist. Ist aber nicht da. Aber hier ist noch was drin, ne? Dann versuchen wir mal unser Glück. So, hier hinten kamen wir irgendwo rüber. Ja, ja, lasst mich in Ruhe. So, da oben ist das Labor. Oh, hier sind erstmal die nervigen Fliegen wieder. Komm hier rein. Noch eine. Wo ist meine Axt? Da. War doch irgendwo noch eine, ne? Komm her, komm. So. Ihr nervt mich nicht mehr. Nee, nicht verbrauchen. Das schmeiß mal direkt, komm, schmeiß mal weg. Bedrohung entdeckt. Okay. Da, so ein Käfer. So, jetzt muss ich mich mal eben neu orientieren. Da ist das. Da muss doch hier hinten war doch dann, glaube ich, irgendwo der Eingang. Ich hoffe, ich finde den wieder. So. Das ist ein Marienkäfer. So, hier ist, glaube ich, der an den Stein müssen wir, glaube ich, noch vorbei. Autsch. Hier waren Pilze, so. Hier ist die Laterne, da muss doch hier irgendwo der Eingang sein. Da ist er, glaube ich, ne? Ja, da ist er. Oh, lass mich da rein. Erstmal rein hier. So. Kann doch, glaube ich, sogar hier drin bauen, ne? Okay, kann ich nicht. So, dann setzen wir doch mal hier den Respawn-Punkt. Und da markiere ich mir auch noch den Eingang hier. So, wo haben wir denn? Da. So. Nehme ich denn dafür?
Ja, ich nehme, glaube ich, erstmal. Haben wir kein L für Labor oder so? Ne, ABCD. Komm, nehmen wir den hier für den Eingang. Und dann mache ich den mal blau. So. Ja, dann findet man dieser. Ach, ist der Eingang sowieso auf der Map markiert? Ah ne, das ist der Respawn-Punkt. Ja gut, hätte ich mir dann ja auch sparen können. Egal. So. Auf ein neues. So, die Gasmaske können wir absetzen, glaube ich, ne? Die braucht man nicht hier drin. Dafür setzen wir die Taucherglocke und die auf. Dann nehmen wir unseren Bär hier noch in der Hand. So, Unterwasserfackeln habe ich vergessen mitzunehmen. Egal. So, wir essen. Was essen? Eine Runde. Und trinken tun wir auch. Nochmal. So. Noch ein neues. So. Fuß. Hier war das, glaube ich, ne? Ey, das ist die starke Spinne, ne? Ja. Okay. Versuchen wir mal dran vorbeizuschwimmen. Das geht dann vielleicht doch ein bisschen besser. Gut, dass wir vorbereitet. Ich muss hier rein. Gut, dass wir uns ein bisschen vorbereitet haben. So. Uns unseren Rucksack wiederholen. Das ist das Wichtigste. Was greift mich denn jetzt hier an? Die Spinne schon hier vorne? Das ist komisch. Lass mich doch mal da runter. So, da hinten. Den haben wir schon mal wieder. So. Ach, da sind auch noch zwei Spinnen. Schnell durch hier. So, jetzt habe ich den Dolch nicht in der Hand. Hoffentlich sind die Spinnen nicht hinter mir her. So, wo ist mein Dolch? Wo ist mein Dolch da? Ach, guck mal, was wir da haben. Schon lange nicht mehr gesehen. Wasserfloh. Ja, ohne Taucherglocke wäre ich hier gar nicht so weit gekommen. So. Wo schwimmen wir denn jetzt lang? Hier oder da? Ich hoffe, da hinten kommt gleich Sauerstoff oder sowas. Ja, aber klar, Spinne. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus da hinten, ich hoffe. Na, hallo, Messer. Nein.
Mega Milch. Oh, jetzt müssen wir mal zurück hier. Dann hoffe ich, dass es in der anderen Richtung Sauerstoff gibt. Oh, 10 Sekunden noch. Nee, das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Nein, 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 nein. Naja, ich glaube aber, wir sind auf dem richtigen Weg gestorben. Da kommen wir auf jeden Fall jetzt gleich dran vorbei. Achso, respawn. Und schnell rein hier. So. Sagte meine Ausrüstung, ja. Der Brustpanzer ist auch fast im Eimer. Nochmal sterben und der ist kaputt. Nochmal sterben können wir uns nicht leisten. Wir schwimmen jetzt aber einfach durch. Einfach ist gut. So, an den Spinnen sind wir schon mal vorbei. So. Hört mal, da ist so ein Atemloch hier vorne. Da sind wir kurz davor gestorben. Sag ich doch. So, dann geht's hier weiter. So, Fleisch müssten wir genug dabei haben, ja, 4 Stück. So, wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Habe ich den Burgle-Chip übersehen? Den habe ich da übersehen irgendwo. Kann ja gar nicht sein. Choke it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Gasmaske erstmal aufsetzen. Oh, 119 Zentimeter. Laufen wir da jetzt hin oder schwimmen wir zurück? Das ist die Frage. Irgendwo habe ich doch was übersehen. Wenn ich hier reingehe, sollte ich auch die Tauchermaske wieder aufsetzen. Hier hinten denn noch irgendwo was. So. Aber ich habe hier nirgendwo. So. Ich schwimme noch mal zurück. Dann muss ich da noch mal den Gang reinschwimmen, glaube ich. Irgendwo muss doch hier der Burgle-Chip sein. Aber irgendwo hat sich da auch noch eine Tür geöffnet.
Oder ich bin hier total verkehrt. Warte mal. Ging auch in der anderen Richtung. Ah, ich glaube, die Tür ist in der anderen Richtung. Muss ich nochmal komplett zurückschwimmen? Jo, blöd gemacht hier mit den Wurzeln. So, da sind jetzt zwei Spinnen. Da schwimmen wir einfach mal dran vorbei. So, ganz entspannt. So. Gab's denn in der Richtung noch was? Nee, ne? So, dann schwimmen wir. Ich glaube, hier gab's aber noch was. Da, das ist doch die... Ist das nicht die Tür? Ja, 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 ja. So. Ergebnisse der Phase 3. Explosiv. Explosiv. Was ist hier explodiert, aber nicht hier im Raum? Ach, jetzt habe ich den weggemacht, den Text. Blöd. Gut. Oho. Das ist nicht euer Ernst, ne? So. Den brauchen wir. Wieso habe ich eigentlich den Bogen dabei? So, wir nehmen aber die Armbrust. Ich hoffe, ich habe genug. So, ich kann die Bombe auch werfen, ne? Wir versuchen es mal mit einer Bombe. Oh, werfen mit R. Okay, die hat aber nicht wirklich viel Schaden gemacht. Oder? Ist ja richtig nervig hier. Nein! Nicht den Speer wegschmeißen. Bandagen erstmal. Dann was trinken. Don't even need to boil it. Noch was zu essen dabei. Ja, hier ein paar Pilze haben wir noch. Worse than my mom's Brussels sprouts. Oh, ich ziehe nochmal meine Beinschoner hier auch an. Kochausrüstung brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr. Und dann will ich meine Keule haben hier. So. Durch die Tür der Marienkäfer? Nee.